Es war ein ganz normaler Mittwoch. Es war der 20.01. Ich saß wie immer in meinem Büro und arbeitete an Sachen, an denen ich normalerweise auch arbeite. Freddy, hast du kurz Zeit? Okay. Geh mal raus jetzt, ich mache hier gerade neue Videoideen fertig. Das wird dieses Jahr sonst gar nichts mehr. Komm später, mit richtig vielen Klicks, das ist das Ziel. Mann, ey. Miguel, die Nase brechen, in Klammern Omega-Lul, Unfall, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Prank Bros hauen ihn in die Hodden. Das wird viel Geld geben. Nee, ja, ich mach das alles. Nee, auch mit Mini-Rock, ich bin komplett dabei, natürlich. Das ist, Sekunde. Freddy, hier ist ein Paket für dich, kannst du kurz mal... Ja, aber ich telefoniere gerade, kannst du mal ganz kurz einfach raus, das ist wichtig. Das geht wirklich um die Zukunft von mir, der Firma und meiner ganzen Karriere. Ja. Nee, ich bin auf jeden Fall dabei, mach das ganze Programm. Krass Klassenfahrt 2, ja, ich spiel mit. Hauptrolle ist auch okay, Nebenrolle, eigentlich ist mir lieber. Da ist auch so wie meine ganze Karriere, ne? Der andere von Paluten, ja. Jonas? Jonas? Okay, Freddy, pass auf, das ist wirklich wichtig. Hier ist ein Paket von... Herzlich willkommen zurück zu einer, ihr seht es schon, Bug-Challenge. Heute machen wir eine fünfköpfige, oder fünfstöckig heißt es, ne? Urlaubstorte? Hochzeitstorte. Freddy, sag mal, was stimmt nicht mit dir? Hab ich etwas durchgedübelt oder vielleicht auch... Was steht denn da hinter der Kamera, Tamay? Du hast mich komplett verarschen, Alter. Ich versuch dir seit fucking 3 Tagen dieses scheiß Paket anzudrehen. Willst du mich echt komplett... Arschloch, ey. Steht das eigentlich in meiner Jobbeschreibung, dieses Acting? Kriege ich dafür einen Bonus? Ist das Kriegst 4,50. Liebster Sturmi, du Glückspilz. Ah. Wurdest soeben nominiert zum Spätzle selber schaben. Have fun. Video ist online. Ich würde an dieser Stelle, dich Sturmi jetzt zum handgemachte Spätzle schabe nominieren. Hammer. Ab diesem Video hast du eine Woche Zeit, dieses Video zu machen. Okay, wenn du gegen den Urschwaben antreten willst, dann wird geschabt. Wir haben ein Spätzlebrett. Wir haben ein, oh, das habe ich mir schon so lange gewünscht, wir haben ein Spätzle-Schaber. Können wir ihn bitte Homo Schaber taufen? Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Warum? Wegen Homo Faber. Und dazu haben wir noch, oh geil, guck mal hier. Aus echtem Plastik. Aus echtem Plastik, nein, aus echtem Edelmetall. Weiß ich nicht, was ich damit soll. Ein echter Schwabe macht Spätzleteig aus dem Gefühl. Und das war's von allen Sachen, die hier drin sind. Vielen Dank für die liebevolle Verpackung. Erstmal Salzwasser warm machen, ne? Dir ist schon klar, dass ich sowas mittlerweile immer rausschneide, wie du irgendwas irgendwo rausholst, ne? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich schneide das mittlerweile... Jetzt kann ich es nicht mehr rausschneiden, das ist ja schon klar, ne? Weil jetzt machen wir... Was willst du schneiden? Comedy! Wir machen Comedy, Freddy! Nominiert für die goldene Kamera 2020! Leider nicht bekommen! Hör, Teddy! Ist jetzt besser, hä? Bist schon am Arsch, ey. Hab noch nichts gegessen. So. Der Junge isst nie was morgens, sondern beschwert er sich immer. Doch. Ich habe eigentlich voll oft was gegessen. Aber heute Morgen war so diese Maskenpflichtgeschichte, weswegen ich mich nicht getraut habe, einkaufen zu gehen, weil ich nicht wusste, ob ich die richtige Maske anhabe. Ich darf den noch normal leben! Mach Shisha auf, Merkel! Weißt du wirklich, wie ein Spätzleteig geht? Wichtig bei einem Spätzlebrett. Vorne muss es abgerundet sein, weil du das nachher so da reinschabst. Zeig das mal bitte. Ja. Finde ich sehr gut. Oh, ich finde das so nice. Ich habe ja schon Spätzle selber gemacht hier, aber wirklich sehr... geht so. Aber ich bin bereit. Wir machen jetzt da rein. Gröberes Mehl. 550. Nicht 450. Weil das muss so sein. Das ist feineres Mehl dann übrigens. Gröberes Mehl. Jonas, wir brauchen ja noch ein bisschen mehr für heute Abend. Haben wir. Dann kommen jetzt 2 bis 3 Eier da rein. Ich würde eher 3 machen. Und zwar nicht, weil mein Kameramann eine Zahl gezeigt hat. Gut, da war viel schade. Und dann machen wir noch einen Schuss Sprudelwasser da rein. Natürlich nicht wie bei Sadie aus ihrem eigenen Dorf, sondern von der Marke Klar. Die bezahlen uns kein Geld dafür, dass wir jetzt diesen Namen erwähnt haben, aber Klarwasser. Es ist okay. Wir sind ja Influencer, wir sagen ja nur, dass Sachen gut sind, wenn wir wirklich viel Geld kriegen. Das stimmt. Habt ihr schon mal auf Ankerkraut Gewürze bestellt? So, Schuss Mineralwasser. So, wir nehmen jetzt den Knetaufsatz vom Handmixer.
Aber boah. Freddy. Was ist denn jetzt? Aber Freddy, ich will mehr Wasser. Ja, dann machen wir mehr Wasser rein mit Seil, musst du Arsch. Ja, guck doch mal. Das ist ein Mürbteig, Alter. Da kommt halt jetzt mehr dazu. Kannst du immer noch anpassen nach hinten raus. Aber du musst es nach Augenmaß machen, weil ansonsten ist nicht richtig. Du musst Spätzleteig schlagen, Freddy. Junge. Du kannst nicht mit einem Schwaben reden über Spätzleteig. Doch, kann ich. Du musst deine flache Hand nehmen und musst da Luft unterschlagen. Doch. Mal kurz die Eierschale hier raus. Warum guckst du denn so kritisch, du Shit Scheiße, Mann? Als wäre so ein scheiß YouTube-Kommentar von jemandem, der 11 ist und alles besser weiß als ich, vor mir und sitzt da und sagt so, das weiß ich jetzt aber nicht. War ein bisschen ernst dabei, das stört mich jetzt selber. Tamay, was soll ich denn jetzt noch machen? Wie würde der noch besser gehen? Wenn ich mir jetzt so ein Handding nehme und das langsam nach und nach unterhebe, dann wird's besser? Nein, dann wird's nicht besser. Ich finde, das ist ein sehr schöner Teil. Sag doch mal, Tamay. Spätzlebrett nass mache. Temperatur so runterstellen, dass es nicht mehr unbedingt einfach einen wegkocht. Dann nehmen wir uns ein bisschen hier drauf. Ich finde, das sieht super aus. Ja, ich hoffe auch besser für dich, dass du denkst, dass das super aussieht, Tamay. Ich werde doch hier nicht bloßgestellt. So. Was? Jetzt nimmst du das hier, streichst dein Teigi glatt und dann geht's vorne an die Spitze. Da ist ein dicker Wummer am Anfang einmal rein. Ja, aber ich lieb halt auch, musst du wissen, ich lieb halt auch, und das ist das Wichtigste, diese fetten Spätzle. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht nur so kleines Zeug so, sondern da müssen wirklich fette Spätzle mit rein. Und auch, das habe ich bei Sadie gesehen, sie macht es so nach vorne, das kannst du machen, aber wenn das, finde ich, auch so freestyles über das ganze Brett, so hat das meine Oma nämlich auch gemacht, die hat sich so von hinten nach vorne gearbeitet, dann wird es auch geil. Ich liebe Spätzle, ne? Ich auch. Besonders, wenn sie danach... Ja, wirklich. Ich kann sie halt nicht mehr... Kann sie ja wirklich nicht mehr essen. Ja. Das wäre für mich, glaube ich, der größte Horror an glutenfreier Ernährung. Ich mag es am liebsten, wenn sie so in Butter geschwenkt werden, danach nochmal so leicht kross werden. Das ist wirklich... Genau. Und wenn die jetzt hier oben schwimmen, dann sind sie eigentlich schon fertig. Kannst du sie rausnehmen. Und dann kommen die da rein. Dann hast du ein paar dicke Lulatsche. Hast ein paar dünne Lulatsche. Schöpfst die einfach ab. Und dazu muss natürlich auch noch eine geile Soße gemacht werden. Und während ich jetzt hier schön im Beauty-Shots mir einen zusammenschabe, um hier diese große Spätzle-Karaffe zu füllen, erzählen wir euch gleich natürlich, was wir noch für eine Soße machen. Weil das ist ja das Wichtigste. Und dann, liebe Sadie, gibt es auch noch für dich dieses Mal eine kleine Nominierung zurück. Jetzt kommt die Sauce. Wir improvisieren einen Sauce. Dafür heute wieder in der Soßenführungsabteilung. TL, T-Kleini, du. Ach so, ich? Ja. T-Kleini, ja, klar. T-Kleini, so. Ja. Wir machen jetzt erstmal hohe Temperatur, 9. Bratöl, da rein, zack. Es ist wichtig, dass es unbeschichtet ist, damit sich schön viel Ansatz bildet am Boden. So, dazu, wir machen gleich rein. Rinderfilet in diese Pfanne, kleingeschnitten. In schöne kleine Teilchen. Dann rote Zwiebeln haben wir, ein bisschen Schärfe rein, zum Knoblauch presse ich da rein. Aber erst ein bisschen später, weil kleingepresster Knoblauch wird schnell. Und dann zu dem Schritt hier machen wir dann nochmal 2 Thymian. Oh. Tellerchen schon ready machen. Ich brauche was Geiles zum Schaben. Ich sag's dir, wie es ist. So, bereit? Ja. I put it in. Bin bereit. Und würzen oder nicht? Nee. Gucken, dass nichts anbrennt, ne? Das wollen wir haben da unten. Nur gucken, dass halt der Ansatz unten nicht verbrennt, ne? Nee. Das darf nicht schwarz werden. Solange es braun bleibt, der Ansatz, ist alles richtig. So, die wären aber jetzt auch durch. Die sollten jetzt schön medium sein. Ja. Dann nehmen wir die raus, ne? Jawohl. Und dann haben wir unten so schöne Ablagerungen. Das ist das, was wir wollen. Genau, das ist der sogenannte Fond. Das ist der Feng. Jetzt den Rest hier rein, ne? Zwiebeln rein? Ja. Soll ich die Thymian-Stängel da rein tun? Auch komplett oder soll ich den abmachen? Komplett rein, weil das nehmen wir sowieso später wieder raus. So, dann jetzt einmal den Knoblauch. Schöner Knoblauch, du. Und ein guter Stich Süßrahmbutter. Die liegt hier. Wie viel möchtest du? Schon so ein gehäufter Teelöffel. So ein Ding. Das war einfach vielleicht ein bisschen viel, die Hälfte davon. Okay, wir haben wohl andere Teelöffel.
Jetzt alles ein wenig weiter anbraten, ja, und Butter schmelzen lassen und langsam den Boden abschaben schon. Auf jeden Fall. Ich würde den Fond jetzt schon ein bisschen mit abkratzen, was abgeht. Die Butter schön schmelzen lassen und die kann ruhig ein bisschen mit braun werden. Die Butter muss jetzt wieder in den Kühlschrank. Die muss nämlich gleich fürs Montieren sehr kalt sein. Wie viel denn davon? Das sieht super aus. Und so? Das jetzt aber in kleine Flöckchen, genau. Ihr müsst Soßenwissen auch einfach immer mitfressen. Soßenwissen ist für mich das Wichtigste, weil geradezu natürlich schön Spätzlen muss es auch eins gute Soße geben. Das sieht ganz gut aus. So leicht bräunlich. Ich sehe schon, ja. Also wir wollen ja auch nicht zu braune Butter. Ne? Mhm, nee. So, jetzt würde ich da ein bisschen Speisestärke zugeben. Nur einen halben Teelöffel oder sowas. Halben Teelöffel. Unterrühren. Unterrühren, genau. Und dann können wir es mit Rotwein in diesem Fall jetzt ablöschen. Wir kippten den Rotwein rein. Leider kleines technisches Problem, aber ja. Rotwein ist drin. Ich mache noch einen Schuss, ne? Ja. Und jetzt würde ich mit dem Fond und dem restlichen, den wir noch im, genau, richtig? Ja, und dann muss das jetzt nur noch einreduzieren, bis es richtig dick wird. Ich mache kurz ein bisschen hoch, bis es anfängt zu blubbern und dann blubbelt es runter und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es zum nächsten Schritt geht. So, es ist ein wenig einreduziert und ich nehme nun den Thymian hier raus, damit wir weiterverfahren können. Ich habe ja extra zwei Stängelchen da reingemacht. Jetzt haben wir nur noch Knofi und die anderen Sachen da drin, Zwiebels, Rotwein und den Fond und dann abgekratzte. Mhm. Dementsprechend verfahren wir jetzt wie? Erzähl uns mehr über die Soße. Also ich würde jetzt können wir uns ein bisschen entspannen. Nimm dir mal ein Löffelchen. Ich mache mal ganz kurz einen kleinen. Haben wir gerade festgestellt, ein bisschen salzig. Das heißt, genau. Salz verzichten wir jetzt schon mal drauf. Pfeffer. Pfefferchen machen wir aber rein. Und für mein Empfinden auf jeden Fall ein Stich Süße. Ich mache immer Süße mit Honig. Süße mit Zucker ist gar nicht meins, muss ich sagen. Süße mit Honig finde ich immer tausendmal geiler, gerade in Soßen. Was meiner Meinung nach in so einer Soße noch ganz gut kommen könnte, ist eine Messerspitze Muskat. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Boah, da wäre ich raus. Kann ich voll verstehen, habe ich mir gedacht. Teelöffelchen. So ein bisschen so eine, da kann man jetzt ausprobieren. Da kannst du Salbei, würde auch gut zum Beispiel dazu passen. Salbei passt immer gut. Lecker. Lecker, ja, sehr gut. Ich hätte sie noch weiter einreduzieren lassen, aber dadurch, dass leider der Fond, den wir benutzt haben, vorgesalzen war, war uns das nicht möglich. Jetzt nehmen wir die kalte Butter. Und dann machen wir welche Methode? Montieren. Montieren. Hier nochmal ganz kurz, was montieren bedeutet, erläutert von Tamai Lab. Hallo Freunde des Mondes, heute erkläre ich euch, was montieren ist. Unter montieren, französisch monter, steigen, versteht man das Aufschlagen von Soßen, Suppen oder Pürees. Meist wird dazu auch geschlagene Sahne oder kalte Butter eingeschlagen. Durch das Montieren entsteht eine Fett-Wasser-Emulsion. Yeet. Danke, Tamaile. Hitze wird ausgemacht, dann immer ein kleines Stückchen reingeben und rühren. Nach und nach die Stückchen, genau, und gleichzeitig rühren. Das darf nicht gerinnen. Siehst du, wie sich die Konsistenz verändert, langsam? Nö. Doch, es wird sehr viel cremiger. Ja, ich nehme mir nun ein anderes Stückchen. Weitermachen, genau. Machst du das öfter? Nicht mehr so oft wie früher, weil besonders gesund ist es nicht. Aber ich mag gerne Soßen ausprobieren, ja. Das ist jetzt fertig. Das sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Das ist sehr gut. Jetzt bleibt uns halt nur noch eins natürlich und das ist das Anrichten am Ende und natürlich die Nominierung. Weil so geht's ja nicht. Ich kann ja nicht immer nur einseitig nominieren und ich habe schon genau was ganz Gutes für Sadie vorbereitet. Ich mache mal hier kurz die Hitze ein bisschen hoch. Und dann nehme ich noch mal ein bisschen was von unserer Butter, die noch übrig ist und lege das schon mal hier rein. Leute, wichtig, jetzt die Soße darf jetzt nicht mehr zu stark erhitzt werden. Die darf nur noch warm gehalten werden. Wenn die jetzt wieder erhitzt wird, dann gerinnt die Butter. Was ich aber jetzt mal mache, ist, ich gebe unser Fleisch noch mal kurz in die Soße dazu, weil die ist auch noch ein bisschen Fleisch. Juice. Ich hoffe, es passiert nichts. Nein, es passiert nichts. Geil, ich sag's dir, Murat sitzt zu Hause und der wird richtig wild, wenn er das sieht gerade. So, hier sind unsere Spätzle. Die sind noch ein bisschen luftgetrocknet. Die hängen jetzt babbe ein bisschen zusammen. Wie toll das aussieht, Tamai. Boah Gott, das riecht wie bei Oma. Ich heule gleich. Hilfe. Jetzt finishen wir das Ganze. Es war ja nur noch einmal kurz zum Warmmachen. Wir finishen das Ganze. Ich mache jetzt hier mal so. Oh Gott, sieht das fantastisch aus. Guckst du dir das bitte an. Ob du das bitte mal angucken kannst. Okay, ich hast du schon mal angeguckt? Jetzt. Da muss die Soße. Guck mal, wie die glänzt. So. So. Zack. Und jetzt machen wir noch das. Das fällt wirklich nicht runter. Boah, sieht das geil aus. Das sieht doch einfach nur geil aus. Wir haben hier unten schön Soße drin. Und während
ich das jetzt esse, liebe Sally, in ihrem Video hat sie mehrere Spätzlesorten gemacht. Aber ich challenge dich, nochmal ein Video zu machen, wo du nochmal drei verschiedene Spätzle-Variationen machst. Und wenn du das machst, mache ich auch nochmal drei. Und das sind welche, die du noch nicht gemacht hast. Und dann können die Leute da draußen entscheiden, wer die drei geileren Spätzle-Variationen gemacht hat. In unseren Kommentaren. It's on, Frau Sally. It's on. Spätzle-Battle. Du gegen mich. Los geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Sally vorbei. Peace. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.